zwei Jahren und ich bei der Banque Générale gefangen. Und da habe ich ganz viel gelernt, es war ganz interessant. Aber ich wollte aber dann an eine kleine private Unternehmen gehen, für meinen entrepreneurialen Geist und ein bisschen mehr Erfahrung dort zu sammeln. Da habe ich bei der Bati Chemie angefangen, 1991, und ich die Firma überholt. Aber daneben hatte ich noch immer die Passion, immer selber als Sportler für auch Sportgeschäfte zu entwickeln. In 2007 hatte ich die Opportunität, für meinen Proprietär von Citabella Kontakt zu kommen. Und dann habe ich für 1,5 Jahre hier zu Diedling abgemäht, weil ich gemerkt habe, dass die Sportstadt par excellence hier zu Lützburg war, nach immer Diedling aus. Ich meine, sowohl am Handball, am Fußball, am Basketball, an all den Sportarten. Sie haben auch einen ganz flotten Funpark, für mein Velo zu fahren, für auch Skateboard zu fahren. Da habe ich gemerkt, wäre flott, für du nicht auf dem Citabel am Dorf, für du ein Servin abzumachen. Ich selber bin in Minetstab. Zu Eschgeburt habe ich ganz Kantät am Minet verbracht. An die Karrieren, ob das mein Velo oder einfach laufen oder spielen war. Ich bin ganz daheim hier am Minet und ich bin noch immer ganz stolz, hier auf Diedling zu kommen, wo die Jungs so frei können sein, von wo immer sie kommen aus der ganzen Welt, für hier Sport zu machen. Ich bin Claude Wagner und ich bin Entrepreneur hier zu Diedling.